Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim LSPD. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir gehen heute auf Streife und zwar in diesem Fahrrad hier, der natürlich nicht markiert ist, wenn nicht gerade die Leuchten an sind. Die stellen wir jetzt auch ab. So, melden uns mal zum Dienst. Dispatch, this is one Lincoln 18 among code 4. I only listen to white people. Attention all units. A civilian requiring assistance. Dispatch, this is one Lincoln 18, I need backup. Stehen bleiben, Polizei jetzt. I got your back. So. Werde jetzt einmal abtasten. Dispatch, this is one Lincoln 18. I need an ID check for Amoa Valentine. Nein, ich Kollege, ich wollte eigentlich, dass Sie hier den Mann abtasten. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Ich kann mit dem Herrn nicht interagieren. Dispatch, das ist one Lincoln 18. I need an ID check. Johnny Carson. Whoa.
So, wir haben Johnny Carson. Er wird verhaftet. Wir haben Amora Valentin. Sie ist auch geflüchtet und auch sie wird ein Simple Assault. Die Munition weiß ich jetzt, sie hat ja keine Waffe dabei. Ja. Dispatch, this is one link 18, any transport for suspects. 10-4, copy that. Transport required. Waste of skin! Dispatch, this is one link 18, any transport for suspect. Roger, transport required. So Leute, ich muss die Person hier mal stehen lassen, so, weil die ist wie nicht mehr hier. Wie ihr sehen könnt, ich kann auch durch ihn hindurchlaufen, also der steht hier nicht mehr. Also wird auch nicht auf der Karte angezeigt. Das ist ein kleiner Fehler. Nichtsdestotrotz haben wir ihn im System drin. Stellt euch einfach jetzt vor, dass wir ihn verhaftet haben, dass er auch hier abtransportiert worden ist. Dispatch, das ist One Link 18, I'm back on code 4. Wir gliedern uns hier wieder in den Verkehr mit ein. So. Eben ihn einfach ignorieren, er ist eigentlich nicht mehr da. Das ist ein kleiner Fehler hier. Ja. Excuse me. Wow. Ah, nuts. Bitte einmal einen Ausweis, Ma'am. Kiflum, citizen. Thank you. Dispatch, das ist One Link 18, I need an ID check. Die Dame hat genau denselben Namen wie die von vorhin. Was für ein Zufall. Ich werde sie einmal abtasten. Sie hat auch dasselbe dabei, also... Sie kriegt eine Busse, Ma'am. Sie hat ein Rotlicht ignoriert und ein Auto musste eine Vollbremse machen wegen ihnen. Nein, das ist nicht nur eine Warnung, weil, wie gesagt, es kam fast zu einem Unfall hier. Die Ampel war schwer rot. Ja, sie müssten das Ticket noch unterschreiben. Okay, so, dann dürfen sie jetzt gehen. Holy hell!
Fahrrad auf dem Highway. Dispatch, this is one Lincoln 18, I'm good. Dispatch, this is one Lincoln 18, I'm good. Stehen bleiben, Polizei. Hey! Nein, spätestens mit dem Flüchten jetzt ist es vorbei mit dem Wiedergehen lassen.
Sie bleibt mal hier stehen. Wir sperren hier mal schnell den Verkehr. So, ich stelle hier schnell auch das Martinshorn ab. Dispatch, this is one link in 18, I need an ID check. Crackpfeife, okay. Also, sie sind vorläufig festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Falls sie sich keinen leisten können, wird ihnen einer zur Verfügung gestellt. Haben sie das verstanden? Sagt nichts, okay. So. Er wird verhaftet, weil er vor uns geflüchtet ist hier. Geht ein Velo unter Fahrzeug? Wahrscheinlich hier nicht, ne? Wir nehmen hier mal gestohlenes... gestohlener Besitz. So. Dispatch, this is one link in 18, I need transport for a suspect. Roger, transport required. Pickup truck, assistance required on Sonora Freeway. Dispatch, this is one link 18 and back on code 4. 10-4, copy that, code 4. So, wir fahren hier mal ein bisschen zurück. Citizens report a suspicious vehicle in Sandy Shores. Kommen aber nicht so weit. Verdächtig parkiertes Fahrzeug.
This is dispatch. Car, red. Der ist ja schwer gepanzert. Hockt da jemand drin? Dispatch, this is 1Link19. I need medical backup. Attention all units. Medical aid requested in Sandy Shores. Officers report an injured civilian. Dispatch units from Es geht zu lang, bis die da sind. Dispatch to 1Link18. Check up. Dispatch, this is 1Link18. I need a plate check. Target vehicle license plate 61 Ocean Edward Nora 493. A traffic violation. Approach with caution. Give them some room. Dispatch, this is 1Link18. I'm good. Matthew Stracci ist verstorben. Wir hatten keine Ahnung, was passiert ist. Auf wen ist denn das Fahrzeug hier zugelassen? Auf ihn? Target Vehicle License Plate 61 Ocean Edward Nora 493. A traffic violation. Approach. Er wurde erschossen. Sorry Leute. Der Helikopter war schneller hier. Dispatch, das ist 1Link19, I'm back on code 4. Also wir konnten hier leider nichts mehr für den Herrn tun.
Bitte einmal rüberfahren. Die Vorweise, ja, war ein bisschen gefährlich von ihm. Deswegen ziehen wir ihn einfach mal rüber für eine Verkehrskontrolle. Dispatch, this is 1 Lincoln 18. I need a plate check. Target vehicle license plate 25 X-ray John William Niner 00. Target is 10-4. Dispatch, this is 1 Lincoln 18. I am performing a traffic stop. So, guten Tag. Bitte einmal Ihre Dokumente. Okay. Dispatch, this is 1 Lincoln 18. I need an ID check. Okay. Bitte einfach ein bisschen vorsichtiger fahren, vor allem beim Linienwechsel. Darauf achten, dass Sie eigentlich keinen Vortritt haben, ne? Dispatch, this is 1 Lincoln 18. I'm back on code 4. Attention all units. Code 4. No further units required. Units reporting. Riding a motorcycle without a helmet. Target last seen on Los Santos Freeway. Assistance needed. So, also wir haben heute einige Vorräte. Ich glaube, jetzt wurden wir auch irgendwie mit einem Vorrat gerufen, das wohl ohne Helm betrieben wird. Aber egal, wir sind eigentlich für alle Einsätze zuständig, wo wir halt gerade benötigt werden. Sorry hier, ich bin ein bisschen orientierungslos. Aber ich glaube, wir müssen da nach oben rechts mal schauen, ob ich hier hochkomme. Das sollte eigentlich klappen. Hier drüben müsste er irgendwo dann stehen. Dispatch to 1 Lincoln 18. Check up.
Dispatch, this is 1 Lincoln 18. I'm on scene. No backup is not required. 10-4, copy that. Aber hier ist nichts, Leute, also. Dispatch, this is 1 Lincoln 18, I'm good. Dispatch, this is 1 Lincoln 18, I'm on code 4. Attention all units, code 4, no further units required. Um hier sicher reinzufahren, ui. Dort hatten wir noch ein Straßenrennen. Gleich hier drüben. Stehen bleiben, Polizei. Habt ihr ihn, dann gehe ich nach dem zweiten. Go, go. Okay, den haben wir verloren. Der zweite ist weg. Aber wir haben einen von zwei. Take him down. So, ich werde es jetzt einmal abtasten. Jetzt gehe ich mal schnell wegen dem Verkehr schauen. Bleiben Sie mal hier. So. Also Kollegen, ihr dürftet vorbeifahren, wenn ihr euch getraut. Ja. Wenn sie nicht vorbei wollen, dann wollen sie nicht. Sie könnten vorbeifahren hier. Vielleicht muss ich meine Fahrzeugsirene ausschalten, dass sie deswegen nicht mehr. Wir versuchen es mal, Moment. Nö, bringt auch nichts. Lassen wir sie an.
Egal, stört ja auch nicht. Sie können vorbeifahren, wenn sie wollen. So, jetzt. Dispatch, das ist Wallenlink, nicht ein ID-Check. Sie sind vorläufig festgenommen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Falls sie sich keinen leisten können, wird ihnen einer zur Verfügung gestellt. Haben sie das verstanden? Er sagt nichts. Okay. So, sie sind festgenommen hier wegen Straßenrennen. Das Auto wird abgeschleppt und hoffentlich zerschrottet. Das macht den meisten weh für solche Leute. Und sie kommen mal mit mir, weil wir haben nie gleich Feierabend. Dann bringe ich sie persönlich noch in ihre Zelle für die nächste Zeit.
So, der Kollege wird sie jetzt in ihre neue Zelle bringen. So, und das war's für uns. Für heute. Wir schauen mal noch so, was das Gericht so gesagt hat zu unseren Fällen heute. Wir hatten ihn hier. Er muss 9 Monate einsitzen und $1,063 Strafe bezahlen. Wir hatten hier die Amora Valentin. Sie muss auch 9 Monate ins Gefängnis und $775 bezahlen. Dann hatten wir hier die nächste Amora Valentin, die bei Rot über die Ampel gelatscht ist und fast einen Unfall verursacht hat. Sie muss $37 bezahlen. Wir hatten Johnny Carson hier auch nochmals. Also irgendwie hatten wir es heute ein bisschen mit den seltenen Tätern. Für das muss er 5 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Und für das Fahren auf dem Highway $86 bezahlen. Und dann hatten wir hier noch jemand anderes mal. Das war unser Straßenracer. Er muss 10 Monate ins Gefängnis und $4,260 Strafe bezahlen. Also wir hatten heute keine Schwerverbrecher. Aber es war doch ein bisschen was los. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder mit ein. Mich würde es freuen. Bleibt gesund. Und man sieht sich hoffentlich wieder mal. Tschüssi.